Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute eine Lösung zu einem alltäglichen Problem, dass ich hier auch ehrlich gesagt in professioneller Bauweise zum ersten Mal sehe, dass es sowas geben muss, war mir irgendwo klar, habe mich aber selber nie darum bemüht. Warum habe ich mich nie darum bemüht? Weil ich keine Skimmer im Einsatz habe. Warum habe ich keine Skimmer im Einsatz? Weil ich einfach jemand bin, der stinkefaul ist und nicht jedes Mal beim Füttern Bock hatte, die Skimmer abzunehmen und dann zu warten und später den Skimmer wieder draufzusetzen. Und darum habe ich irgendwann auf den Einsatz des Skimmers komplett verzichtet. Das ist übrigens gar nicht so schlimm, weil Sie glauben gar nicht, wie schnell der Schmutz, der auf der Oberfläche treibt, am Ende absinkt und dann von den Bodenabläufen aufgenommen wird. Der Teich hier, da wurde es anders gelöst. Ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt, die die Lösung anbietet, aber wenn Sie, glaube ich, ein bisschen Pneumatik googeln und Kompressor und Skimmer und Koi-Teich und Schließen bei Fütterung, dann werden Sie auf die Firma stoßen. Und wenn Sie jemanden kennt, bitte mir auch schreiben. Ich würde das gerne mal vorstellen, das Produkt, weil es mich begeistert. Und der Kunde hat 11 Skimmer, 7 relevante Skimmer in dem Bereich, wo auch gefüttert wird. Und in dem Moment, wo der Futterautomat einschaltet, geht innerhalb von wenigen Sekunden oder innerhalb von einer Sekunde, bupp, gehen die Skimmerleitungen Ihnen zu. Das zeige ich Ihnen, dann kann ganz normal gefüttert werden und dann wurde eine Zeit eingestellt und nach einer gewissen Zeit, wupp, gehen die Schieber wieder auf und dann wird die Anlage wieder normal mit Skimmer betrieben. Und alles, was ich damals immer gegoogelt und gemacht hatte, das waren irgendwelche sauteure elektrobetriebene Kugelhähne. Das kostet alles Vermögen, kostet alles ein Vermögen. Und die Lösung, wie man mir hier gezeigt hat, das ist ein pneumatisches System. Also man braucht aus der Lebensmittelindustrie braucht man einen Kompressor. Und auf normalen Zugschieber, diese grauen Zugschieber von VDL, die man kennt, wird ein Aufsatz drauf gebaut. Da wird quasi pneumatisch der Schieber auf und zu gemacht. Und so wird das gesteuert. Und das wird dann mit dem Futterautomat gekoppelt. Und so hat man im Prinzip, wenn man mit Futterautomaten arbeitet, das ganze Thema Futterverlust über den Skimmer hat man eliminiert. Und unter diesem Holzding, darum bin ich da gerade drauf gelehnt, unter dem Holzteil ist der Futterautomat und der schleudert das Futter wohl über den Schlauch, den man da vorne dran sieht, 6 Meter raus. Und da davor sieht man auch gleich den Skimmer. Aber es geht jetzt auch nicht, den Skimmer zu zeigen, wie ein Skimmer aussieht. Das sollten Sie wissen, wenn Sie sich diesen Blog anschauen. Ich will Ihnen jetzt vielmehr noch die pneumatisch oder per Luftdruck bedienten Schieber zeigen. Pneumatisch ist, glaube ich, falsch. Das ist Luftdruck. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Spielt auch keine Rolle. Wenn Sie jetzt hier hinten reinschauen, jetzt sehen Sie diese beigefarbenen Aufsätze, oben die drei rechte Zugschieber, da ist unten ein Gestänge dran und das ist das. Und die blauen Leitungen, die da laufen, die wir hier sehen, das sind dann mutmaßlich die Leitungen, die die ganze Geschichte steuern. Und da wird einfach, wie gesagt, ein normaler Skimmer auf und zu gemacht. Und ich weiß nicht, wie gut Sie das jetzt sehen, da sieht man auch, dass an diesem aufgebauten oder von diesem aufgebauten beigefarbenen Teil wird einfach der Griff vom Skimmer gepackt und darüber dann geöffnet bzw. geschlossen. Also eine tolle Lösung. Der Kunde hat mir auch den Preis verraten, also er hat für 7 Skimmer 5000 Euro bezahlt und er sagt, dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass ein Skimmer nachher tatsächlich 700, 800 Euro kostet und das ist natürlich viel Geld, aber ich denke für viele doch durchaus eine akzeptable Lösung, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit es macht, das immer von Hand zu tun und wie lästig es zum Teil ist, zumindest für alle die, die intensiv mit Futterautomaten arbeiten und tagsüber nicht zu Hause sind, dass sowas mitunter in Betracht gezogen werden kann. So, in diesem Sinne, auch über diesen Blog bin ich sehr dankbar, weil es einfach was ist, wo einigen Koi-Liebhabern das Leben erleichtern kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Blog. Machen Sie es gut. Zeigen Ihnen nochmal diese geile Filteranlage und alles Gute.